Du willst wissen, wie du eine bessere Beinarbeit bekommst und welche Methoden es dafür gibt? Dann gucken wir jetzt genau zu. Willkommen auf Boxing Arts, Leute. Heute mit dem Thema Beinarbeit verbessern und welche Methoden es hierfür gibt. Zunächst einmal, warum solltest du überhaupt deine Beinarbeit verbessern? Warum ist es wichtig, eine gute Beinarbeit zu haben? Man sagt, mindestens 60% des Kampfes entscheiden eigentlich die Beine. Warum ist es eigentlich so? Denn überleg mal, was du mit den Beinen machen musst. Du musst dich mit den Beinen die ganze Zeit bewegen. Wenn du richtig gut mit der Beinarbeit bist, kannst du sowohl sogar in der Normalauslage, also in der Linksauslage boxen, oder aber auch, wenn du das wechselst, in der Rechtsauslage boxen, ohne dass du koordinative Probleme dadurch hast. Und das kannst du alles erzählen, indem du vorher das gut geübt hast, vorher gut trainierst und die Koordination und die dementsprechende Beinarbeit verbesserst. All das kannst du dann im Ring, im Kampf dann oder auch im Training, im Sparring zum Beispiel, umsetzen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt anhand dieser Leiter, die du hinter mir siehst. Ich zeige dir gleich, wie ich da drauf meistens trainiere. Du kannst auch dieses Training super als Aufwärmtraining sehen. Das kannst du auch als Aufwärmer also benutzen, bevor du mit deinem eigentlichen Boxtraining beginnst. Oder einfach auch nur, wenn du deine Beinarbeit verbessern möchtest, machst du das auch beispielsweise am Ende deiner Trainingseinheit oder vor deiner Trainingseinheit. Das kannst du dann selber entscheiden. Okay, ich würde sagen, ich rede nicht so viel, sondern wir fangen mal gleich an und ihr schaut mir zu. We'll be right back.
Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, ich bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Auf jeden Fall bin ich jetzt warm. Ich habe ein bisschen was für meine Koordination getan, für die Beinarbeit. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt über das Boxen und das Boxtraining, was dazugehört, dann abonniert jetzt meinen Kanal und freut euch auf weitere Videos. Bis dahin. Ciao.